Herzlich willkommen bei Kraftbaum, dem Podcast, bei dem die Natur und die Gesundheit im Mittelpunkt stehen. Ich bin Sandra Schilling und ich freue mich wiederum auf ein spannendes Interview und Geschichten, die dich ermutigen werden, die Natur und den Wald als deinen Freund kennen und lieben zu lernen. Die Weisheit des Waldes. Heute darf ich im Gespräch Alexandra Meyer begrüßen. Alexandra Meyer befasst sich seit 20 Jahren mit alternativen Heilmethoden und Spiritualität. Zur Natur, speziell zum Wald und zum Reich der Naturwesen, hat sie seit ihrer Kindheit eine intensive Verbindung und schöpft daraus Kraft. Sie ist Autorin, Medium und Seminarleiterin und unterstützt die Menschen darin, wieder eine ganz persönliche Verbindung zur Natur, zum Wald und zur spirituellen Welt herzustellen. Zudem arbeitet sie mit psychisch beeinträchtigten Menschen und hilft ihnen wieder in den Fluss des Lebens zu kommen. Mit Hilfe ihrer Gaben und Fähigkeiten führt sie ihre Mitmenschen zu ihren Wurzeln und somit auch zu einer natürlichen Verbindung mit der geistigen Welt und den Urgesetzen des Lebens. Herzlich willkommen, Alexandra. Hallo. Alexandra, du unterstützt Menschen darin, wieder eine ganz persönliche Verbindung zur Natur, zum Wald und zur spirituellen Welt herzustellen. Jetzt Spiritualität, das ist ja für manche Menschen so ein großer Begriff. Ein Wort, das manchmal auch Blockaden auslösen kann. Ein Wort, das auch missverstanden werden kann. Magst du uns in deinen Worten erklären, was für dich Spiritualität heißt, was es für dich bedeutet? Die Spiritualität ist für mich eigentlich etwas sehr Natürliches. Es ist die Verbindung zu allem, was lebt, die natürliche Verbindung zu allem, was lebt. Also sprich, das heißt die Verbindung zu Mutter Erde, so nenne ich alles, was mit der Natur im Zusammenhang steht, und die Verbindung zur geistigen Welt. Und das ist für mich so wie ein Kanal, der nach oben hin geöffnet ist im Idealfall und nach unten in Verbindung mit Natur. Und eigentlich dieser natürliche Zustand, den wir automatisch auch wieder immer mehr haben, wenn wir in der Natur sind, ist für mich gelebte Spiritualität. Also nicht etwas Abgehobenes, Weltfremdes, sondern etwas sehr Natürliches, Bodenständiges. Und erlebst du das aber schon auch manchmal, dass Menschen da ein bisschen distanziert sind diesem Thema Spiritualität gegenüber? Ja, klar. Aber meine Erfahrungen sind, wenn man es über die Natur macht, also über die Natur die Verbindung herstellt zur Spiritualität, fällt es vielen Menschen einfacher. Aber die Hemmschwelle ist ganz klar da. Aber ich glaube auch, je natürlicher man selber damit umgeht, desto geringer wird die Hemmschwelle. Also sprich, wenn ich ganz natürlich mit meinen Erfahrungen umgehe, die ich erlebe im Wald, auch was Anführungs- und Schlusszeichen nicht normale Erfahrungen sind, wenn ich damit natürlich umgehe, finden auch eher die Mitmenschen einen Zugang dazu. Aber die Hemmschwelle ist ganz klar für viele da. Ängste oder ich weiß nicht genau, was es ist. Oder auch Angst, sich zu exponieren und zu sagen, ja, ich nehme Naturwesen wahr. Oder ich nehme die Schwingung der Dinge wahr, der Natur, der Mitmenschen. Da ist ganz klar eine Hemmung da. Das nehme ich schon so wahr. Und das ist ja bei dir so, dass du diese Wahrnehmung für Naturwesen schon, wie du mir erzählt hast, schon in der Kindheit spüren konntest. Und da denke ich, ist für dich wahrscheinlich diese Hemmschwelle natürlich viel kleiner als für diejenigen, die das gar nicht so wahrnehmen konnten, die vielleicht auch gar nicht so in der Natur waren als Kind. Mag das auch ein Grund dafür sein? Ja, ich denke, weil mir wurde erst später bewusst, dass das, was ich natürlich wahrnehme, für viele Menschen
gar nicht so üblich ist und die das gar nicht kennen, weil ich ging immer davon aus, dass es für alle Menschen so ist. Ich habe gar nicht darüber gesprochen und nahm das einfach mal so an. Und erst jetzt mit im Laufe der Zeit, also so je älter ich wurde, desto mehr wurde mir bewusst, aha, das, was ich wahrnehme, ist ja gar nicht normal, in Anführungs- und Schlusszeichen, oder ist für viele gar nicht, können die nicht mehr wahrnehmen oder nicht mehr so intensiv. Genau. Und jetzt siehst du ja einen Teil deiner Aufgabe darin, mit Menschen auf eine sanfte Art und Weise zurück zur Natur, zu ihren eigenen Wurzeln, zu ihrem Ursprung zu begleiten. Wie gehst du dies an? Also wichtig, also die Basis von dem ist eigentlich die Verbindung zu Mutter Erde wieder aufzustellen, also herzustellen. Mutter Erde, ist für mich ein Wesen, ein lebendiges Wesen, ein pulsierendes Wesen, ein kraftvolles Wesen. Und diese Verbindung, diese natürliche Verbindung über sich zu erden, herzustellen, ist eine Basis für mich. Ganz praktisch gesagt, in den Wald zu gehen, mich hinzustellen, kraftvoll hinzustellen, mich einzuwurzeln und dann bewusst zu atmen, das ist so ein Fundament, das die Verbindung wiederherstellt. Und wenn dann die Verbindung hergestellt ist, dann können da noch weitere Dinge hinzukommen, dass wir wieder in den Fluss des Lebens kommen, dass wir uns wieder öffnen für das Licht. Diese Verbindung mit der Natur sehe ich als eine wichtige Aufgabe an, die den Menschen in der heutigen Zeit eine große Hilfe ist und die auch von vielen gesucht wird. Viele suchen auch wieder ihren Ursprung, ihre Basis. Sie wissen gar nicht mehr, wer bin ich überhaupt und wohin gehöre ich und was will ich eigentlich. Und wenn ich mich wieder verbinde mit Mutter Erde und der Natur, finde ich auch wieder zu meinen Wurzeln zurück, zu meiner Basis und kann so wieder auch ganz in meine Kraft kommen. Und das sehe ich so als meine Hauptaufgabe an oder so das Hauptanliegen, das ich gerne den Mitmenschen mitgeben möchte. Aber andererseits geht es auch darum, dass ihnen aufzuzeigen, dass sie in die Natur gehen können und dort auch Antworten bekommen können, indem sie einfach die Natur beobachten, sich verbinden mit der Natur. Und auch da zeige ich auf, wie geht diese Verbindung, wie kann ich die wiederherstellen, weil bei vielen ist diese Verbindung, sage ich mal, die schläft ein bisschen, sie ist bei den meisten da, aber sie ist so wie zugedeckt. Und über meine Seminare oder auch wenn ich für andere Menschen in die Natur gehe und da Antworten bekomme, helfe ich ihnen, diese natürliche Verbindung wiederherzustellen, damit sie ihre ganz persönliche Verbindung zur Natur wiederherstellen können. Also wenn du jetzt sagst, du hilfst ihnen, die Verbindung wiederherzustellen, ist das in Form von Übungen oder ist das in Form von geistiger Arbeit? Es ist beides. Es kommt auch darauf an, je nach Person, das ist sehr individuell. Aber so in meinen Seminaren geht es vor allem auch um praktische Übungen einerseits, dass ich ganz im Hier und Jetzt ankomme, meine Wurzeln spüre, meine Füße spüre. Also es geht um ganz praktische Dinge, aber es geht auch um Visualisierungsübungen, die ich auch machen kann, wenn ich keine Zeit habe, in den Wald zu gehen, wenn ich mich aber trotzdem mit Mutter Natur verbinden möchte und auch über Affirmationen. Affirmationen sind ja ganz einfache, kurze Sätze, die ich wiederhole, die eine kraftvolle Wirkung haben, aber auch teilweise über Gebete, wenn die Menschen einen Zugang dazu haben. Das ist sehr individuell. Und ich biete so wie eine große Palette an und daraus kann jeder Mensch das herausnehmen, was er gerade braucht. Und du hast ja auch eine Meditations-CD aufgenommen als Begleitung zu deinem Buch, auf das ich auch noch gerne zu sprechen kommen möchte, weil das Buch, das hat so eine ganz spezielle Geburtsgeschichte. Magst du uns da kurz
erzählen, wie kam es zu diesem Buch und auch zu dieser Meditations-CD? Ja, nicht so, was ich mir vorgenommen habe. Ich setze mich jetzt hin und schreibe ein Buch. Also so, wie es vielleicht viele machen. So war es bei mir ganz und gar nicht. Ich hatte nie vor, ein Buch zu schreiben. Das kam in einer Lebensphase von mir, als mein Sohn 2 oder 3 war. Also es war eine Lebensphase, in der ich nicht so viel Zeit eigentlich hatte. Ich hatte nebenbei sogar noch einen Job und ja. Und irgendwann mal, als ich verbinde mich regelmäßig mit meinem Herzen und irgendwann mal kam so ganz klar der Impuls, gehe jede freie Minute in den Wald. Da habe ich mir so gedacht, ja, ich liebe den Wald und gehe gern dorthin, aber jede freie Minute, ich habe noch eben das Kind, den Job, den Haushalt, mein Mann, also ja. Mein Kopf hat es nicht so verstanden, aber weil ich weiß, dass ich auf die Stimme meines Herzens, dass diese Stimme richtig ist für mich und wichtig, bin ich dieser Stimme gefolgt und habe wirklich jede mögliche freie Zeit mit meinem Sohn teilweise auch oder auch alleine in der Natur verbracht. Und als ich das eine Zeit lang gemacht habe, kam dann ganz klar ein Impuls, nächstes Mal nimmst du Schreiber und Papier mit. Ja, habe ich. Ich habe es wieder gemacht und dann hat es wirklich einfach geschrieben. Das floss wirklich aus mir raus, sodass mir am Schluss auch das Handgelenk richtig wehtat und ich meinen kleinen Laptop mitgenommen habe in den Wald, weil da so viel kam. Ja, und das ist eigentlich so geblieben. Also sobald ich im Wald bin, dann kann ich schreiben, da fließt es aus mir raus. Ich habe auch schon versucht, ich schreibe teilweise auch zu Hause, aber es ist nie das Gleiche, wie wenn ich inniger Verbindung mit der Natur bin. Und du warst vorher nicht die Schreiberin. Das kam wirklich so. Also du wurdest irgendwie wie gerufen vom Wald, jetzt einfach ja, ein Sprachrohr oder ein Schreibrohr zu sein. Ja. Ja. Ich habe immer schon viel gelesen. Das war schon eine große Leidenschaft von mir. Aber geschrieben habe ich vielleicht für mich mal, aber sonst überhaupt nicht. Und es war so klar, also die Botschaften waren so klar, dass ich gar nicht anders konnte als dem folgen. Es war, ja, es ging nicht anders. Und ich habe das so auch aufgefasst, es war wirklich ein Auftrag. Klar hätte ich den auch ablehnen können, aber es war wirklich ein Auftrag, der von Herzen kam. Ja, und ich finde es wunderbar, dass ich diese Arbeit tun kann und weitere Bücher schreiben kann. Um was geht es jetzt bei diesem Buch? Ich meine, das ist jetzt kein Kriminalroman. Nein. Also es geht eigentlich um die Weisheiten des Waldes. Die Weisheiten des Waldes sind auch eigentlich die Urprinzipien des Lebens. Und wenn wir diese verstehen, dann kommt... verstehen wir auch das Leben besser. Also in diesen Weisheiten des Waldes geht es zum Beispiel darum, was ich jetzt bereits erwähnt habe, sich zu erden. Aber auch ganz im Hier und Jetzt anzukommen, die Zyklen des Lebens zu verstehen, also sprich die Jahreszeiten, die Bedeutung des Sonnenlichtes, sich wieder bewusst zu machen, aber auch ganz bewusst darum, wie kann ich diese Weisheiten in meinem Alltag nutzen? Weil da brauchen wir auch häufig Hilfe und Unterstützung. Ein wichtiger Aspekt ist mir aber auch die Heilung mit Hilfe des Waldes. Denn aus eigener Erfahrung habe ich gelernt, dass der Wald eigentlich eine Medizin ist, die uns rund um die Uhr 24 Stunden kostenlos zur Verfügung steht. Und auch da möchte ich aufzeigen, dass wir diese natürliche Medizin wieder nutzen. Auch in Verbindung mit den Naturwesen, denn auch die möchten uns helfen, möchten uns unterstützen. Wir müssen in dieser heutigen Zeit nicht mehr alles alleine machen. Wir kriegen ganz viel Unterstützung von der Natur, von den Wesen der Natur, von dem Wald. Und ich möchte aufzeigen, dass wir
diese Hilfe auch wieder in Anspruch nehmen dürfen und wieder uns mit dieser Energie verbinden können, um so kraftvoll unseren Alltag meistern zu können. Also ein sehr praktisches Buch, das man wirklich so, wo man auch viel umsetzen kann für sich. Und eben, wie vorhin schon erwähnt, hast du dazu eine Begleit-CD, Meditations-CD. Mhm. Ist die dann schon so gedacht, eben, dass man, wenn man mal keine Zeit findet, in den Wald zu gehen, trotzdem ja ein Stückchen Wald wieder zu sich nach Hause holen kann? Ja, genau, weil bei meinen Vorträgen kam es immer wieder zu dem Thema oder die Frage kam immer wieder, ja, aber ich habe nicht so viel Zeit, um immer in den Wald zu gehen. Und da habe ich dann einerseits den Tipp auch gegeben, sich Bilder vom Wald nach Hause zu holen, also sprich die aufzuhängen und sich so damit zu verbinden, denn auch wenn ich die Bilder anschaue oder mir vorstelle, in den Wald zu gehen, hat es bereits eine Wirkung. Und aus diesem Gedanken ist dann auch die CD entstanden, dass ich mich mit dem Wald verbinden kann, wenn ich mal keine Zeit habe oder ich einfach so müde bin, dass ich einfach nicht mehr mag, nochmals nach draußen zu gehen. Und über die CD biete ich die Möglichkeit an, sich mit dem Wald zu verbinden, sich zu erholen, Kraft zu tanken und sich auch ein Schwergewicht in der CD ist auch die Verbindung zu Mutter Erde herzustellen. Die vertiefe ich noch in der CD, was ich in dem Buch noch nicht so gemacht habe, weil das auch häufig ein Wunsch war und das in meinen Seminaren auch immer eine starke Wirkung, dann eine nachhaltige Wirkung im Alltag für die Menschen hatte, wenn sie diese Verbindung immer wieder aufbauen konnten, auch zu Hause für sich. Und denkst du, man braucht erst das Buch gelesen zu haben, um diese Meditations-CD sich anzuhören, oder ist das absolut unabhängig davon? Man kann, je nachdem, was einem mehr anspricht. Vielleicht spricht einem mehr an, die CD, die Meditationen direkt zu hören. Also es ist nicht aufgebaut auf dem Buch, dass man zuerst das Buch lesen muss und die CD zu hören. Man kann völlig unabhängig voneinander. Kannst du uns vielleicht also ein Beispiel nennen für eine Übung oder wie wir uns verbinden können mit Mutter Erde? Also es geht eigentlich darum, wieder über die Wurzeln, dass man kann sich Mutter Erde ja als ein kraftvolles, energievolles, pulsierendes Lebewesen vorstellen, auf der wir ja leben. Und Mutter Erde ist eigentlich das Wesen, das sich immer mit uns verbinden will. Es ist wie eine Mutter und wie es bei uns ist, eine Mutter, ist es wichtig, wie es ihrem Kind geht. Und genauso kann man das vergleichen mit Mutter Erde. Also wenn ich nur schon die Intention, die Absicht habe, mich mit Mutter Erde zu verbinden, dann hilft sie uns dabei. Und ganz praktisch gesagt, kann ich mich hinstellen in der Natur, im Wald oder zu Hause, mich einwurzeln, also mir vorstellen, wie tiefe Wurzeln aus meinen Fußsohlen in die Erde gehen, und dabei ist es wichtig, sich auch vorstellen, dass das lichtvolle Wurzeln sind, weil ist einfach ein wichtiger Hinweis. Das sind helle Wurzeln, vielleicht goldige Wurzeln oder lichtvolle Wurzeln, und diese Wurzeln gehen so weit in die Erde hinein, bis ich mich mit Mutter Erde verbunden habe. Und man spürt sehr genau, wenn diese Verbindung hergestellt ist. Es ist so wie ein Pulsieren, eine Kraft. Ich komme wieder in Verbindung mit dieser Kraft. Es kann sein, dass einem das schwerfällt, wenn man das zu Hause macht, dass es leichter geht, wenn ich das draußen vielleicht sogar barfuß auf einer Wiese im Wald tue und mich mit dieser Energie verbinde, und man kann sich auch noch verbinden mit dem Atmen, also dass ich bis zur Mutter Erde hinein ausatme und wieder einatme. Das ist wie ein Zyklus, und das braucht ein bisschen Übung, aber man spürt sehr genau, vielleicht beginnen auch die Fußsohlen dann zu vibrieren, wenn diese Verbindung hergestellt ist. Ich selber habe schon öfters gehört, dass manchen Leuten die Verbindung zu Mutter Erde oder eben dieses verwurzelt
Sein schwerer fällt als die Verbindung zum Licht, zum Himmel. Mhm. Ist das so? Kannst du das bestätigen? Ja, das ist so. Und das ist aber auch so, weil viele immer die Verbindung nach oben suchen. Man möchte, wenn man spirituell arbeitet, geistig arbeitet, das habe ich auch lange Zeit, als ich noch jünger war, gemacht, dass diese Verbindung ist häufiger, viel mehr geöffnet. Aber es kann auch gefährlich werden, wenn man sich nach oben hin ausrichtet, wenn man nicht wirklich verwurzelt ist. Weil die Verwurzelung oder die Verbindung zu Mutter Erde ist essentiell, wenn ich geistig arbeiten will. Weil das hält mich wie am Boden. Und sonst kann es wirklich auch gefährlich werden, wenn ich da so in höhere Ebene gehe, ohne gut verwurzelt zu sein. Und das ist für viele Menschen, es war auch für mich eine Zeit lang, war das schwierig. Und das ist normal. Es braucht einfach Übung. Und so eine Regelmäßigkeit, also diese Verbindung herzustellen, dass man das macht, wie zum Beispiel das Zähneputzen. Jeden Morgen, dass das so Alltag wird. Und es geht mit der Zeit immer leichter. Und es ist wirklich ganz, ganz wichtig, wenn man spirituell auch arbeiten will. Weil es kann gefährlich werden, wenn man nicht geerdet ist und da in höhere Dimensionen geht oder einfach höher aufgeht. Und beim Zähneputzen wäre ja gleich auch so eine Möglichkeit, sich mit einer kleinen Übungen einfach diese Wurzeln wieder bewusst werden zu lassen. Weil da hat man ja diese 3 Minuten, nimmt man sich Zeit, um Zähne zu putzen. Und man tigert ja da nicht durch die ganze Wohnung, sondern man bleibt stehen. Und ja. Genau, und ich mache auch mit den psychisch beeinträchtigten Menschen mache ich eine einfache Übung, wenn es ihnen, denen fällt es ja häufig sehr, sehr schwer, sich zu erden. Dann eine kraftvolle Übung ist einfach auf den Boden zu stampfen eine Zeit lang. Einfach kraftvoll. Das hilft schon mal, so ganz sich hier und jetzt und sich einzuwurzeln. Also wenn es schwerfallen sollte, beim Zähneputzen vielleicht zu Beginn ein paar Mal kräftig zu stampfen auf dem Boden, ist eine große Hilfe. Ja, weshalb denkst du, ist das so, dass vielen Menschen diese Verbindung nach unten schwieriger fällt als die Verbindung nach oben? Kannst du dir das erklären? Vielleicht, weil wir sonst auch ein bisschen entwurzelt sind, im übertragenen Sinn, weil nicht alle Menschen haben tagtäglich Verbindung zu wirklich Naturboden. Sie gehen vielleicht tagelang nur auf Asphalt. Ich glaube, wir haben uns allgemein ein bisschen entfernt von der Natur und darum fällt es uns auch schwieriger. Oder schwerer. In der Stadt zum Beispiel ist es auch schwerer, sich zu verbinden mit Mutter Erde, als wenn ich irgendwo draußen in der Natur bin. Ich glaube, wenn ich mehr die Natur wieder aufsuche, dann fällt es wieder leichter, einfacher. Wir haben uns ein bisschen entfernt von der Natur, obwohl es für uns und für unsere Gesundheit so wichtig ist, dass wir diese Verbindung haben. Und auch für unsere Seele ist das wichtig, dass sie in der Natur kann sie frei sein, man kann sich das wie so vorstellen, können wir atmen, können wir zur Ruhe kommen. Jetzt, ich möchte noch kurz zurück zu den Naturwesen zu sprechen kommen. Du sprichst ja davon, dass du schon als Kind Naturwesen wahrnehmen konntest. Also für dich ist das was ganz Natürliches, das gehört dazu. Wie ist es bei Menschen, die du begleitest auf diesem Weg zu mehr Naturverbindung? Spüren die dann auch irgendwann diese Naturwesen? Kann man das üben? So. Das kann man. Man kann sich wie wieder öffnen dafür. Aber meine Erfahrung ist es, dass die meisten sie wahrnehmen, auf ihre ganz persönliche Art, aber diesen Wahrnehmungen nicht trauen. Sie haben das Gefühl, das bilde ich mir noch ein. Das denke ich mir doch nur aus. Was mir aufgefallen ist, es geht mehr auch um den eigenen Wahrnehmungen wieder zu vertrauen. Das nicht einfach abzutun.
Aber man kann es auch bewusst üben, indem man sich wieder, erstens, dass man ganz bewusst im Hier und Jetzt ankommt, also wenn ich in der Natur bin, ganz bewusst hier bin, im Moment bin und mich auf die kleinen Dinge achte, die zum Beispiel den Boden unter den Füßen spüren, mal genau hinhöre oder mal genau hinsehe. Und über diese Wahrnehmungen fällt es den meisten Menschen dann einfacher und geschieht natürlich, dass sie dann diese Naturwesen auch wieder wahrnehmen können. Das kann manchmal geschehen, dass sie merken, ah, da ist irgendwas, ich kann es nicht benennen, oder ich spüre eine Wärme. Das muss vielleicht auch nicht die genaue Vorstellung, es muss so und so sein. Genau, und das könnte ich mir vorstellen, dass das oftmals halt bei uns schon so ist, dass wir schon Vorstellungen haben oder wir möchten das figürlich, bildlich vor uns sehen können. Und jeder sollte das genau gleich sehen. Weißt du, wie ich meine? Dass man eben, man spricht von Zwergen. Und ein Zwerg hat so auszusehen wie in einem Bilderbuch. Eine rote Zipfelmütze, ein langer Schnurrbart. Und für jeden sieht der Zwerg so aus. Und das ist es ja nicht. Und ich glaube, da steckt ja vielleicht auch viel drin, dass wir uns einfach nicht lösen können von Erwartungen, von Vorstellungen. Dann sitzt man vielleicht im Wald und wartet, bis so genau ein solcher Zwerg um die Ecke kommt. Und dann kommt er nicht und dann ist man enttäuscht. Aber der hat sich vielleicht gezeigt, aber sich auf eine andere Art, als das ich erwartet habe oder mir vorgestellt habe, und darum habe ich es gar nicht bemerkt. Also es geht auch darum, sich zu öffnen, was ich zeigen will. Und dass auch das, was ich zeigen will, dass das Richtige ist für die Person und nicht das, was der Kopf will. Und darum geht es wieder, was ich auch im Buch beschreibe, es geht darum, ins Herz zu kommen und weg vom Kopf, der meint, ihn alles zu wissen und zu kontrollieren, sondern ins Gefühl zu kommen. Und über das Gefühl finden meiner Meinung nach die meisten Menschen wieder den Zugang zu den Naturwesen, der aber anders ist, als dass man sich häufig das im Kopf vorstellt. Gibt es für dich persönlich solche Erlebnisse mit Naturwesen, die auch für dich ganz speziell waren, die dir wirklich so tief ins Herz reingingen, die dir heute noch präsent sind, als ob es gestern erst gewesen wäre? Also ein Erlebnis, das ist gar nicht noch nicht so lange her, als ich einen ganzen Morgen im Wald war und so wirklich in ganz tiefer Verbindung mit der Natur war, dass ich ging dann wieder zurück, musste mich langsam auf dem Heimweg machen und dann nahm ich wie Töne wahr. Und diese Töne muss man sich aber nicht so vorstellen wie Musik, sondern es war mehr wie eine Art Schwingung. Jeder Baum, jedes Wesen im Baum, jedes Lebewesen hat dann in dieser Tonlage geschwungen oder gespielt. Und es war wie bei einem Orchester. Zuerst war das ein Baum und die umliegenden Bäume und dann ging das wie so auf den ganzen Wald über. Und es war wie ein Vibrieren vom ganzen Wald und alles lebt und ist in Schwingung. Und das ist schwierig in Worte zu fassen, aber das war ein unglaubliches Erlebnis. Ich kam mir vor, als ob ich vor einem Orchester stehe, die jetzt für mich spielt, um mir zu zeigen, hey, wir leben, alles ist Schwingung, alles ist Energie. Also ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich davon spreche. Es war unglaublich. Schön, jetzt gleich dieses Erlebnis von dir zu hören, weil ich denke, das macht auch wieder offen zu sagen, hey, eben, es ist nicht eine Figur, es kann eine Schwingung sein, es können Töne sein, es kann irgendwas sein. Also ja, es kann alles sein. Ja, ich glaube, darum, das ist auch wichtig, sich zu öffnen, was ich zeigen will und nicht, was wir meinen, was ich zeigen soll. Ja, und vielleicht braucht es einfach einmal so eine Erfahrung und dann lernt man auch wieder zu vertrauen. Also es gibt dann so einen positiven Eindruck, es ist möglich, es kommt und dann passiert es einfach, glaube ich. Genau, und
Und meine Wahrnehmung ist richtig. Es ist richtig, was ich fühle und das ist so, was ich wahrnehme. Den eigenen Wahrnehmungen zu vertrauen, das ist ganz wichtig. Ja, und ich denke, das ist oftmals eine ganz, ganz große Hürde. Wir sind ja von unserer Kindheit her auch konditioniert worden in gewissen Dingen. Ja, das denkst du wohl einfach so oder, also höre ich das öfter oder ja, übertreib mal nicht oder das hast du dir wohl eingebildet oder ein Kind fällt auf die Knie, es schmerzt und man versucht abzulenken, das tut gar nicht weh und dann verliert man langsam ebenso oder gewisse Menschen verlieren dann so das Vertrauen in ihr eigenes Gefühl, in ihre eigene Intuition. Darum ist es auch so wichtig, den Kindern diese Wahrnehmung nicht, also wenn unser Sohn von Dingen spricht, dann nicht zu sagen, ja, das gibt's nicht, oder weil ich ja weiß, dass es stimmt, was sie sehen. Wir können es einfach nicht mehr sehen, aber das heißt nicht, dass es nicht so ist. Und diese Wahrnehmung zu unterstützen und zu sagen, vielleicht auch nachzufragen dann, wie nimmst du das wahr? Ah, und wie ist, weil wir können so von den Kindern lernen. Sie helfen uns, das Tor wieder zu öffnen für diese feinen Wahrnehmungen, weil das sind feine Schwingungen, feine Wahrnehmungen. Und Kinder haben das Tor noch ganz geöffnet. Eben, das denkst du schon, dass die Kinder diesen Kanal eigentlich noch offen halten und der einfach mit den Jahren so überdeckt wird, oder? Genau, und in dem auch, dass sie halt häufig so in ein System gedrückt werden und dass dann nimmt das immer mehr ab. In den Schulen wird da häufig halt so die linke Gehirnhälfte so einen Schwerpunkt gelegt. Und das, die Wahrnehmung, das ist halt die rechte Gehirnhälfte. Das sind die feinen Wahrnehmungen. Und wenn diese nicht zusätzlich gefördert werden in den öffentlichen Schulen, also sprich von den Eltern oder sonst jemand, dann gehen die leider häufig verloren. Nicht bei allen, aber darum wäre es wichtig, diese zu fördern. Sie gehen ja nicht verloren. Sie verkümmern einfach und man kann sie wieder wecken. So, das ist ja noch schön zu wissen. Also genau. Die sind nicht einfach weg. Irgendwo sind die noch. Genau, genau. Wäre auch eigentlich eine wichtige Aufgabe in der heutigen Zeit, auf diese Kinder Acht zu geben und zu schauen, dass dies nicht geschieht. Aber ich denke, das kommt immer mehr. Es kommen auch immer mehr Kinder, die das sehr ausgeprägt haben und die uns das lehren können. Ja, das glaube ich auch. Also es gibt ja auch immer wieder oder immer häufiger solche Kinder, die sich auch nicht mehr in diese Schemen reindrücken lassen. Und ich glaube, genau die braucht's. Genau. Und dann wird sich das System auch ein bisschen verändern müssen. Und das ist gut so. Ja, Alexandra, wir kommen schon wieder zum Ende des Gesprächs, aber gibt es noch irgendetwas, das dir noch so auf dem Herzen liegt, das du uns noch mitgeben möchtest? Also, was mir jetzt noch so in den Sinn kommt, ist wirklich so, ich weiß nicht mehr, wer das mal gesagt hat, irgendjemand, ich kann den Namen jetzt nicht mehr nennen, aber der hat mal gesagt, wenn wir uns mitten in der Natur aufhalten, werden wir wieder zu dem, was wir einmal waren. Und ich glaube, das ist so wichtig, so das im Auge zu behalten oder die Aufmerksamkeit so darauf zu legen, dass wenn wir uns mit der Natur verbinden, mit allem, was lebt, in Verbindung kommen und dass wir dann auch wieder in unsere Kraft kommen und so kraftvoll den Alltag meistern können, in Verbindung mit der Natur und im Einklang mit der Natur. Und ich glaube, dann spüren wir auch wieder, wir sind Natur. Wir sind ein Teil von der Natur, wir sind alle eins und wir sind alle immer verbunden. Genau. Das meine ich damit. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Alexandra, für das, dass du uns mitgenommen hast, auf diesen spirituellen Weg da mal reinzugucken, auf deine ganz besondere Entstehungsgeschichte deines Buches. Also das finde ich so beeindruckend. Und ja, dir wünsche ich einfach weiterhin viel, viel, viel Freude beim Schreiben im Wald, bei all deinem Tun, deinen Seminaren auf deinem Weg. Alles, alles Liebe von mir und herzlichen Dank. Danke auch dir, war mir eine große Freude. Unten in den Shownotes werdet ihr noch den
Buchtitel finden, die Meditations-CD, wie auch die Webseite von Alexandra Meyer. Herzlichen Dank für dein Zuhören. Schön, dass du bei Kraftbau mit Sandra Schilling dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, so freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder, wenn es deine Zeit zulässt, über eine Rezension bei iTunes. Denn so können möglichst viele Menschen auf die positive Kraft der Natur aufmerksam gemacht werden. Ich wünsche dir eine kraftvolle Zeit und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Deine Sandra.